Mehr als 30 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Deutschland. Viele Vereine würden ohne die Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern erst gar nicht existieren. So unter anderem auch die Rostocker Tafel. Sie sammelt Lebensmittelspenden, um sie an Bedürftige zu verteilen. Bevor es jedoch zur Ausgabe kommt, müssen Vorbereitungen getroffen werden. Dabei besteht das Team fast nur aus ehrenamtlichen Helfern. Mit einem 1-Euro-Shop habe ich angefangen, 2005, im April. Ja, und seitdem bin ich dabei. Mit ein paar Unterbrechungen, aber sonst durchgehend. Das macht Spaß. Die Leute. Und ja, man kommt raus. Und wenn man den ganzen Tag immer zu Hause immer hockt, dann hat man irgendwann mal die Decke auf dem Kopf. Und die Wände werden immer dichter. Ne? Und so. Nette Kollegen hat man auch. Es gibt natürlich Situationen, da ist ja nicht jeden Tag gleich, weil man morgens hat man überhaupt keinen Bock mehr aufzustehen. Aber dann, wenn man wach ist und man geht duschen und dann freut man sich auf die Arbeit. Ne? Durch die Arbeit der Rostocker Tafel werden jährlich rund 200.000 Kilo Lebensmittel gerettet und verwertet. Darunter fallen Obst und Gemüse, aber auch Aufstriche und Milchprodukte. Pünktlich um 15 Uhr beginnt die Ausgabe in dem Stadtteil Groß-Klein. Jeden Montag verteilen Uwe Rose und seine Kollegen die Spenden an die Tafelnutzer. Ich bin seit 2013 bei der Tafel, Rostocker Tafel hier, in der Kirche, hier evangelischen Kirche, Brücke in Groß-Klein. Und ja, ich wohne auch in Groß-Klein und bin Ehrenamtler eben, wie man sich das so vorstellt, ohne Geld, ne, ohne Bezahlung. Und meine Bezahlung ist eben, dass ich eben auch eben Lebensmittel mitnehmen darf, ne, für mich. Ich bin Hartz-IV-Empfänger, ne, also, und von daher, ich sag mal, das kann jeder auch machen. Diese Arbeit, einen Tag in der Woche, ist wirklich kein Problem. Es gibt immer Probleme, die gelöst werden müssen, ne, die also zwischenmenschliche Probleme halt, auch die Abholer halt, dass es halt nicht stimmig ist halt, also die Vorstellung, also ich möchte was anderes haben zum Beispiel, ne, das muss natürlich, da muss man Rücksicht nehmen halt, was die Menschen auch brauchen halt, ne, das kann nicht sein, dass man irgendwas gibt, was nicht zu verwenden ist halt, ne, also einmal von der Qualität und aber auch die Sorte halt, ne, also jeder ist nicht das Gleiche und eben das muss auch die Kollegen, die Abstimmung muss stimmen halt ein bisschen, also ich sag mal, ich bin gut durchgekommen bisher, es gab jetzt von meiner Seite her kein Problem. Je nach Verlauf des Monats kommen mal mehr, mal weniger Menschen zu der Ausgabestelle und nutzen das Angebot der Tafel. Nichtsdestotrotz sind die ehrenamtlichen Helfer jede Woche für ihren Stadtteil und die Tafelnutzer da. Danke.